Hallöchen Freunde, willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Ukulele and the Impossible Lair. Wir starten heute mit Kapitel 11 Förderband Chaos. Los geht's. Ich habe jetzt schon Angst vor dem Level. So, die letzte Folge, die von gestern, ja, die war totales Chaos. Ich hoffe, das wird in dieser Folge besser. Es ist die letzte Folge meiner Aufnahmesession. Und ja, wir spielen immer noch weiterhin ohne Tony Kum. Was denn hier gerade mit dem Ton los? Na gut, ich hoffe, das passt alles mit dem Ton. Gott, was? Moment. Ich höre hier schon so ein Vieh. Na gut. Hier unten bestimmt, ja, natürlich. Nein, halt, halt! Warte, der kommt. Da, so. So, die kommen natürlich noch raus. Na toll. So, das ist erstmal für dich. Oh Gott! Stimmt ja, es sind ja Förderbänder. So, jetzt machen wir es aber hier. Ja, ganz toll. Okay. Also, na, da haben wir jetzt natürlich nichts mehr. Oh Gott, na, sag mal, jetzt funktioniert es wieder gar nicht. Okay. Oh ne, so einer wieder. Ja, warte mal, wie hoch geht denn das? Ey! Ich habe ja gar nicht gewusst, dass das dann so hoch geht. Ich muss ja alle einsammeln, wenn ich da unten bin. Wie soll denn das gehen? Und wow. Hä? Natürlich! Jetzt will ich auch wieder runter da. Hallo, ich... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Weißt du was? Komm, bring dich gleich wieder um. Also, in letzter Zeit funktioniert es gar nicht mehr. Nimm das Teil jetzt mit. So, herkommt. Nein, gib das her. Lady, Lady. Hallo. So, speichern. Ah, Gott. Okay. Ich bin gerade wirklich ein bisschen ruhiger, wenn ich mich hier mal konzentriere, ja. Das eine fehlt noch. Komm, ey! Ja, wie soll ich denn da dran kommen? Da muss ich ja von hier aus da dran springen und dann bewegen sie sich noch. Ich hasse den Level jetzt schon. Ja, komm. Dieses Gegner hasse ich auch. Und wenn das nicht die erste Münze ist, dann weiß ich auch nicht.
So. Was machst du? Sag mal, du bist doch komplett bescheuert hier. Nee. Ich rush jetzt hier einfach durch. Wenn man das 100 Mal macht, hat man keinen Bock mehr, das noch irgendwie... Na, komm. Das noch irgendwie langsam hier zu machen. Warum ist das hier kein Checkpoint? Die Entwickler wissen ganz genau, dass man das hier, ja, sag ich mal, dass man das hier oft probiert, wenn es nicht funktioniert. Oh, komm. Hallo. Warum platzieren sie denn da nicht so ein Checkpoint hin? Natürlich. Hä, wo ist der denn jetzt? Ach komm, weißt du was? Geh einfach weiter. Ist hier nix? Nee. Lely. Hallo, hä? Warum springt der jetzt nicht da hoch? Ich habe das Teil noch nicht von unten berührt. Ich brauche unbedingt mein Tonikum hier. Ich bin direkt da hoch. Ich dachte, das wäre schon weggefahren. Ich dachte, das wäre schon weggefahren. Ich dachte, es wäre noch da. So. Ich hab was übersehen. Was ist das jetzt? Hallo. Nichts. Da geht's anscheinend nicht mal rein. Was ist das denn jetzt für einer? Da oben irgendwas. Ich hab doch safe die Münze verpasst. Die zweite. Warte, da? Nee. Hinten irgendwo? Geht's da nirgends hoch? Nee. Okay, safe? Woanders? Wie soll ich das denn machen? Ja, es geht nicht. Ja. Die Schwierigkeit steigt langsam. Ja, keine Ahnung, wie das gehen soll. Hier kommt Lely auch nicht wieder. Guck dir das an, ich stehe hier. Ich kann nichts machen. Natürlich. Muss ich hier oben drüber springen oder was? Hier geht alles in eine Richtung.
Und hier mal in zwei Richtungen. Wow. Lely ist komplett woanders. Hallo, nein! Wer ist denn das jetzt? Nee, komm her. Ja, speichern. Da geht's irgendwo lang. Nummer 3! Ach so. Ich dachte, ich hätte nicht mal Nummer 1. Da ist ja alles gut. Weg. So, wo jetzt wieder lang? Ich geh mal hier oben gucken. Bom, 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 bom. Feder. Wahnsinn. Nein, nein! Ich wollte da nicht hin. Hier ist was. Ja, okay, da muss ich auch hin. Ich wollte gerade fragen, was ist das da oben? Was soll man denn da bitte schön machen? Da muss man ja ducken, springen, ducken direkt und das geht eigentlich gar nicht, oder? Nee, es geht nicht. Ja, wenigstens kommt Lady mal nicht davon. Freunde, das darf man nicht vergessen. Das sind ja die ganze Zeit Förderbänder. Ich muss ganz oben gehen, oder? Nee, was da unten? Doch, ja, ganz oben. Nein, mitnehmen. Ach, hier runter. Ich will runter. So, das war Nummer 4. Ah, oh Gott. Was ist da oben? Eine Glühbirne. Ja, genau. Lauf in dein Verderben. Da oben ist irgendwas, aber das ist nur Dekoration. Was ist hier unten? Da kann ich laufen. Aha. Ist mir jetzt egal. Ich muss niesen. Ja, nehmen muss ich doch nicht, oder? Na, da geht's gar nicht weiter. Schnell. Okay, hier ist Ende. Sehr gut, Armee der 24. Die Hälfte haben wir. Hive Rustle. Was ist das denn für ein Name? Und wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? So. Und das war die erste Runde. So. Jetzt Nummer 2. Fadenkreuz. Was heißt da jetzt Fadenkreuz? Eigentlich müsste das Ganze jetzt rückwärts verlaufen, oder? Also die ganzen Förderbänder müssen jetzt rückwärts gehen. Beziehungsweise in die andere Richtung.
Ja, immer noch keins. Oh Gott. Bö? Tja, da oben diese Luftschiffe. Hä? Junge, der springt doch nicht so hoch. Okay, wo kriege ich jetzt so ein Ding her? Das, ich glaube, ich bin schon irgendwie dran vorbei. Hier unten noch? Ah, okay. Das wird jetzt... Nee, eigentlich wird es nicht schwer. So, das ist Münze Nummer 1. Sie ist auch direkt gespeichert. Du stirbst. So. Da oben kann ich nicht in die Wand, ne? Nee. Also an der Wand festhängen. Bam, bam, bam. Oh Gott, Mann, ich... Meine Kopfhörer gehen irgendwie ein bisschen kaputt. Und das war wirklich keine Ausrede. Da jetzt schon wieder. Ja, Mensch! Was ist denn hier heute los? Das ist dieses eine Teil abgebrochen. Außerdem habe ich hier die ganze Zeit das Kabel hier genau am Controller. Was, schon wieder so ein Ding? Oh, der Arme. Hä? Was zur Hölle ist da jetzt noch passiert? Nein, jetzt komme ich nicht mehr daran. Ja, super, dass sie in alle Richtungen verstreut werden. Boah, das geht bestimmt da unten in diese Säule da rein, oder? Nee, okay. Oh nee, da oben ist er wieder. Oh, da muss ich durchrollen. Moment, ich speichere hier. Das ist gut, da ist extra eine Speicherstation. Warte, dann sterbe ich gerade. Damit ich Layli wieder hab. So, das ist Lifehack des Jahrtausends. Oh Gott, ey, das war so gut. Okay, das war easy. Und es ist auch Münze Nummer 2. Schnell speichern. Ach, das... Ja, natürlich, das geht jetzt in die Säule rein. Ist klar, natürlich. Gib das Teil her. Gibt's anscheinend nicht her. Doch, es gibt wieder her. Nein, Layli! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Die Musik ist sehr beruhigend. La! Einfach die Musik so um, das ist beruhigend. Weg da. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine Bombe in der Hand. Wer ist das denn jetzt? Komm her. Ah, nein. Oh, leck doch nicht den an. Nein. Hallo. Ja, wird jetzt komplett allein gelassen.
Ja, jetzt ist der Bildschirm auch alleine. Ach Gott, jetzt hab ich die... Nein! Genau. Für was brauche ich dieses Teil jetzt hier? Ich heb das auf. Irgendwo kann man das bestimmt gebrauchen. Vielleicht irgendwo hier im Nebel. Ja, sehe ich nicht mal. Warte, was ist denn das da oben? War das eben auch schon da? Hier sind doch eben... Ah! Diese Kartons rausgekommen! Layli, hallo! Das ist doch Betrug! Ich dachte, man muss das vielleicht aufspringen. Ja, also die vierte Münze ist definitiv weg. Ja, Layli ist auch weg. Man kann hoch auf nicht. Ne, da ist nur vier. Ah, ja, natürlich. Ja, natürlich schon. Ja, spring doch da oben lang. Und da, ja, oh, ich flipp gleich aus. Und letztens gab es auch einen Kommentar, ja, da hat jemand gemeint, das Spiel, ja, das ist so einfach. Ah, natürlich, hier geht es nicht weiter. Da meinte jemand, das Spiel ist so einfach wie irgendein Super Mario. Aber ich kann dir ganz genau sagen, nee, das ist es nicht. Ich weiß, wie ein Super Mario aufgebaut ist. Ist mir jetzt egal, spring ja hoch. Lay! Ich weiß ganz genau, wie ein Super Mario-Spiel aufgebaut ist. Ich weiß auch, wie das aufgebaut ist. Und das hier ist definitiv nicht wie Super Mario. Ne, der bleibt hier wieder hängen. Das geht nicht. So. Ach so, okay, doch so geht's. Das darf das Ganze wieder zurück. Das hier ist alles andere als Super Mario. Ich komme nicht mehr zurück und speichern. Genau. Nee, das ist nicht dein Ernst jetzt. Warum mache ich alles immer komplizierter, als es ist? Wo gehe ich überhaupt lang? Bleib hier oben still. Hallo! Ach, das ist so eine Layli-Glocke. Hier könnte ich jetzt drauf gehen. Ja, wohl nicht. Hm.
Moment. Was ist da unten? Ich will gucken. Ich glaube nämlich irgendwie, dass hier die Münze ist. Nee, ist aber leider nicht. Das wäre wirklich ein guter Spot. Weil hier gucken nicht so viele Leute hin. Wobei ich denke, dass am Ende dieses Projekts jeder Spieler, der das Spiel hier gespielt hat, in jedem anderen Spiel irgendwie auf sowas achtet. Nehmen wir das Beispiel Super Mario. Oh, ich kann hier nicht mal lang. Nehmen wir das Beispiel Super Mario. Da sucht er ja in jeder Ecke nach so einer Starcoin. So, fünfte Münze. Wo ist sie? Ach, die dritte fehlt mir. Natürlich. Bam, bam. Bam. So, ich glaube, da kommt jetzt das letzte. Deshalb gucke ich nochmal hier unten. Ja, und ich glaube, hier ist nichts. Nee. Hallo. So, ich will hier hoch jetzt. Bitte schön, danke schön. Jetzt kommt das wieder nicht. Ja, flieg weg. Und komm nie wieder. Das wäre das Beste. Na toll. Das hier erscheint mir gerade ein bisschen einfach. Ah ja, ich verstehe schon, das hier muss da bleiben, sonst komme ich nicht mehr hoch. Und dann muss ich gleich das komplette Level neu machen. Du bist ein großer Twit-Sammler. Sehr gut. Das heißt wohl, 100 Münzen haben wir, ne? Also haben wir jetzt circa die Hälfte des Spiels. So, sehr gut. Irgendwie verpasse ich von Part zu Part mehr Münzen, aber na gut. So, 25. Dann würde ich sagen, öffnen wir jetzt noch die Paywall und in der nächsten Folge, sprich in meiner nächsten Aufnahmesession, gucken wir da mal, erforschen sehr wahrscheinlich wieder ein bisschen die Overworld. Und ja, so. Ah, meine Lieblingskundschaft. 20. Oh, da will immer mehr. So. Okay, es ist da oben. Das gehört also auch noch zur Wüste. Nee, halt. Da ist auch noch. Das war jetzt die dritte, ne? Hey, hier ist Nimbo! Der ganze See ist gefroren, ne? Das sehe ich. Ja, okay. Ah, na, natürlich. Ja, hier schauen wir uns dann beim nächsten Mal um. Seid gespannt. Ich will aber jetzt noch gucken, wie man da oben noch hinkommt, weil die Wüste, die ist noch nicht ganz so fertig. Ah, hier, okay. Ja, Freunde. Das war's aber erstmal von dieser Folge Ukulele and the Impossible Lair. Das hier scheint ja irgendwie das letzte Gebiet zu sein, oder? Ja, okay, das vorletzte. Ich meine, hier oben, ja gut, hier ist irgendwie noch viel... Sie, aber ihr seht ja hier, ich kann hier gar nicht mehr weiter nach links. Hier oben kann ich zwar noch lang, aber hier an der Seite nicht mehr.
Es kann sein, dass hier oben noch irgendwie was kommt. War das sind nur zwei? Ne, halt hier. Kapitel 12. Das war Kapitel 11 jetzt. Also das ist das tatsächlich schon das nächste. Kapitel 3. Mann, wie heißt das denn? Kreissägen für... Oh Gott. Und gefroren. Wir kommen jetzt zuerst in die Gefrorenen, okay? So. Und Cliffhangen-Quest. Kalt. Okay, Kapitel 13. Und hier Kapitel 14 dann. Hängepartie. Na super. 25. Alles klar. Das hier unten wird dann sehr wahrscheinlich das letzte Gebiet dann schon sein. Dann ist die Karte aber wirklich ein bisschen klein irgendwie. Na gut. Freunde, das war's von Ukulele von heute. Seid gespannt auf die nächsten Folgen. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann und rein. Und ciao.